Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Auf Wiedersehen Papa näher zeigen. Das ist aus dem Mein Edition Verlag, hat 32 dünne Seiten, kostet 12,95 Euro und wird für 3- bis 6-Jährige empfohlen. In diesem Buch geht es um den kleinen Tom, der ziemlich enttäuscht und wütend auf seinen Papa ist, weil dieser nicht mehr bei ihm zu Hause wohnt und immer wieder eben weggeht, nachdem sie gemeinsam Zeit verbracht haben. Daraufhin lässt seine Mama ihm etwas Zeit zum Verarbeiten seiner Gefühle und legt ihm dann abends seinen Teddybär ins Bett. Und dieser Bär erzählt Tom eine Geschichte. In dieser Geschichte geht es um eine Bärenfamilie, bei der der Papa ebenfalls erst bei der Mama und dem Bärensohn wohnte, weil sie noch verliebt waren und nun eben getrennt leben. Aber dennoch der Papa seinen Sohn regelmäßig besucht und mit ihm jede Menge Spaß hat. Doch der kleine Bär versteht nicht, wieso der Papa-Bär überhaupt mit Mama gestritten haben und deshalb auseinandergegangen sind. Und die Mama erklärt ihm, dass ja auch der kleine Bär sich nicht immer mit allen Tieren im Wald versteht und deshalb nicht immer mit ihnen zusammen sein möchte. Ja, das versteht der kleine Bär dann etwas besser. Und die Mama erklärt ihm nochmal, dass egal was passiert, der Papa ihn eben immer lieb haben wird und er für immer sein Sohn bleiben wird, egal was kommen möge. Ja, und so endet die Geschichte und der kleine Bär schläft glücklich ein und auch Tom ist nun ausgeglichen und will beim nächsten Treffen mit dem Papa anders reagieren. Die Geschichte bezieht sich hier natürlich auf Trennungskinder bzw. wie Kinder mit der Trennung der Eltern umgehen und eben wie hier auch mal wütend sind und vieles nicht verstehen. Ich finde die Erklärung der Bärenmama wirklich schön, denn auch Erwachsene sind nur Menschen und verstehen sich eben nicht immer. Dass es als Erzählung eines Teddybärs passiert, finde ich persönlich etwas unnötig, muss ich sagen, und hätte es besser gefunden, wenn es bei der Realität geblieben, beziehungsweise eben die Mutter das eben erklärt hätte. Aber das ist Geschmackssache. Ansonsten finde ich das Buch ganz gut für alle Kinder, die mal wütend sind, weil Eltern sich auseinandergelebt haben oder eben nicht mehr zusammen sind, um das ein bisschen aufzugreifen und das Thema vielleicht ein bisschen besser zu verarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!